Hallo liebe Aquarellfreunde, herzlich willkommen zum Weihnachtsfilm hier in der Aquarellwerkstatt. Ja, in ein paar Tagen ist es wieder soweit, es ist Weihnachten und deshalb natürlich heute bei uns auch ein weihnachtliches Motiv. Alle, die unseren Kanal schon etwas länger kennen, kennen wahrscheinlich auch meine Vorliebe für diese kleinen erzgebirgischen Engelchen. Die sind ja öfter dabei, wenn ich hier ein Bild male und schauen mir über die Schulter bzw. auf mein Blatt. Und heute zu Weihnachten, denke ich, ist es mal an der Zeit, diese Engelchen auch zum Hauptmotiv meines Bildes zu machen. Ich hoffe, euch macht dieses kleine Motiv genauso viel Freude wie mir beim Malen. Für unser heutiges Motiv brauchen wir folgende Materialien. Lasurorange von Schminke, Lichterocker von Winsor Newton, Indischgelb von Schminke, Titanweiß, Alizarin Karmesin, Sienna gebrannt von Winsor Newton, Kobaltblau von Schminke und Ultramarinblau von Schminke. Das liegt hier nicht, aber diese Farbe habe ich im folgenden Video auch verwendet. Ich arbeite auf Büttenpapier von Arsch, 300 Gramm Grafin. Die Größe ist ungefähr DIN A4. Ich verwende zwei Pinsel, den Rotmarderhaarpinsel von Da Vinci Maestro Serie 35 in der Größe 7 und den Da Vinci Fit Synthetikpinsel zum Auswaschen der Formen. Als meine Kinder noch jünger waren, sammelten sie diese kleinen erzgebirgischen Engelsfiguren. Im Laufe der Zeit versammelte sich bei uns zu Hause also ein ganzes Orchester und zu feierlichen Anlässen, wie zum Beispiel Weihnachten, kam jeweils ein neues Mitglied dazu. Irgendwie spielen diese Engel auch immer mal wieder eine Rolle als kleine Maskottchen hier in diesem Kanal und deshalb sind zwei von ihnen heute meine Modelle. Das Referenzfoto für dieses Bild versende ich zusammen mit der Skizze wieder an alle UnterstützerInnen der Aquarellwerkstatt per Mail. Den Link zur Unterstützung findet ihr wie immer unter dem Video in der Videobeschreibung. Für die Gesichter und Arme und Beine der Figürchen nutze ich die gleichen Farbmischungen, die ich auch für menschliche Haut verwende. Ich mische mir hier Lasurorange, lichter Ocker, Cadmiumrot und Alizarin Karmesin. Ich arbeite mit viel Wasser und achte darauf, dass die kühlen und die warmen Rottöne auf dem Papier gut miteinander verbunden werden. Grundsätzlich sollte hier beim ersten Farbauftrag immer auch viel Wasser in der Mischung sein. Ein Blick aufs Foto zeigt mir, an welchen Bereichen ich besonders wässrig, also hell, arbeiten muss und welche Stellen jetzt schon etwas dunkler gemalt werden können. Den zweiten Engel lege ich hier mit den gleichen Farben an und auch hier kann man wieder gut den Wassertropfen beobachten, der die gesamte Lasur jetzt sehr transparent hält. Hier ist zum Beispiel auf der linken Seite des Beins ein kühler Farbton mit Alizarin-Karmesin gemalt und rechts kommt mit viel Wasser ein wärmeres Orange aus Lasurorange und lichter Ocker dazu. An einigen Stellen lasse ich das Weiß stehen, so kann ich nachher den Oberflächenglanz des lackierten Holzes gut darstellen. Die weißen Hemdchen der Engel liegen stellenweise im Schatten und werden deshalb mit einer Mischung aus Ultramarinblau und Alizarin Karmesin und auch etwas lichter Ocker gemalt. Thank you.
Für die Flügel verwende ich eine Mischung aus Viridiangrün und lichter Ocker. Da fällt mir ein, das Viridiangrün war in meiner Materialempfehlung am Beginn des Videos gar nicht dabei. Hier unten im Kasten habe ich es aber und ich nutze es sehr gern, um mir ein helles Olivgrün zu mischen. Den Musikkasten, auf dem das Engelchen sitzt, male ich jetzt mit verschiedenen Mischungen aus den eben schon verwendeten Gelb- und Rottönen. Und auch die Trompete wird so gemalt. Es ist wichtig, die verschiedenen Farben auch auf der kleinsten Fläche schön miteinander zu vermischen. So, unser Bild muss nun einmal komplett durchtrocknen, bevor es mit dem zweiten Farbauftrag weitergeht. Und ich habe noch eine kleine Ansage für euch. Mein fertiges Aquarell wird wieder auf eBay zum Verkauf angeboten. Und es ist diesmal so, dass die Versteigerung schon am Montag, den 19. Dezember um 10 Uhr morgens endet. Ihr müsst euch also sputen, wenn ihr dieses Bild erwerben wollt. Es läuft wie immer, der Höchstbietende bekommt das Bild per Post zugeschickt und wir werden es rechtzeitig versenden, sodass es hoffentlich, wenn die Post mitspielt, auch zu Weihnachten dann noch da ist. Jetzt geht's weiter mit unserem Motiv und dem zweiten Farbauftrag. Für den zweiten Farbauftrag verwende ich nun dunklere Mischungen mit weniger Wasser. Ich beginne mit den Haaren und Sienna gebrannt und Kobaltblau und löse die Ränder stellenweise mit etwas Wasser an. Die schattige Seite des Gesichtes male ich mit dunkleren Rottönen und auch hier löse ich zur lichten Seite hin mit dem Pinsel ganz weich an, sodass die Form sehr weich ins Hellere verläuft. Genauso intensiviere ich auch die Farbtöne auf den Armen und Beinen. Ich trage hier immer eine dunkle Schattenseite auf und löse sie mit halbfeuchtem Pinsel weich an. Auch der zweite Engel muss noch ein wenig dunkler werden und ich arbeite hier genauso wie schon bei der linken Figur. Auch das weiße Hemd überarbeite ich noch einmal mit einer recht wässrigen Mischung aus Violetttönen. Auf der Trompete setze ich noch einige Schattenformen und arbeite die Lichtkante heraus, indem ich hier die helle Farbe stehen lasse.
Für die Schattenseite des Sitzes verwende ich eine Mischung aus Sienna gebrannt und Ultramarinblau. Mit Ultramarinblau und Alizarin Karmesin werden die Schatten zwischen den beiden Engeln gemalt und einige Pinselspritzer auf das Blatt gesetzt. Ein paar Akzente mit extra dunkler Farbe brauche ich noch in einigen Schattenbereichen. Auch hier hilft mir wieder ein Blick auf mein Foto bei der Entscheidung, welche Stellen das genau sein können. Die Gesichter sind jetzt ganz trocken und ich kann mit der feinen Pinselspitze Augen, Nase und Mund einzeichnen. Ich arbeite hier nicht mit Schwarz oder Grau, sondern mische mir lieber einen dunklen Farbton aus Sienna gebrannt, Ultramarinblau und ein wenig Alizarin Karmesin. Diese drei Farben ergeben ein neutrales Grau und passen besser zu den schon verwendeten Mischungen im Bild. Für die roten aufgemalten Wangen gebe ich etwas Alizarin-Karmesin in die Gesichter. Und die grünen Flügelchen erhalten noch einen dunkleren Schatten. Die Triangel hier muss ich noch ein wenig besser ausarbeiten. Auch hier kommt ein dunkler Schatten an die Unterseite der Metallstäbe und ich versuche ihn mit ein wenig Wasser anzulösen, um die runde Form darzustellen. Mit Titanweiß direkt aus der Tube auf der Pinselspitze setze ich noch einige kleine Lichtreflexe. Einige Stellen habe ich ja im Vorfeld schon weiß gelassen und an anderen Bereichen zaubere ich mit dem Titanweiß jetzt noch etwas Glanz auf die Oberfläche zurück. Die Punkte auf den Flügeln sind natürlich ganz wichtig für die typisch erzgebirgischen Figuren. Ich glaube, selbst die Anzahl der Punkte ist genau festgelegt und sagt sogar etwas über die Echtheit der Engel aus. Da man hier aber die Flügel nicht genau sehen kann, bin ich bei der Vergabe meiner Punkte relativ großzügig. Mit dem Auswaschpinsel glätte ich jetzt einige verrutschte Kanten noch ein wenig und hole auch an manchen Stellen Helligkeit aus dem Farbauftrag wieder heraus. So kann ich meiner Figur noch mehr Plastizität verleihen und an der Rundung der Formen jetzt immer noch kleine Korrekturen vornehmen. Ich staune immer wieder, wie gut man auch hier bei diesem Büttenpapier noch korrigieren kann.
Voraussetzung hierfür ist aber immer, dass man die Farbe wirklich zügig und auch mit viel Wasser aufgetragen hat, sodass die Pigmente nicht lange ins Papier einmassiert wurden. Wenn man also in den ersten beiden Farbaufträgen locker und flüssig arbeitet, kann man davon ausgehen, dass man ziemlich gut die Farbe auch wieder abheben kann. Die Haare hier müssen noch ein wenig dunkler gemalt werden. Jetzt sind meine Engel fertig und Weihnachten kann kommen. So, ich hoffe, unser weihnachtliches Motiv hat euch ein wenig Freude bereitet und ihr habt Lust, es jetzt auch einmal auszuprobieren. Wir sehen uns hier auf dem Kanal im Januar wieder. Ich freue mich schon auf die vielen neuen Dinge, die hier passieren werden. Wir haben ja ganz neu das 10 € Unterstützerpaket. Dafür wird es 10-mal im Jahr Livestreams geben. Und dieses Paket ist schon wahnsinnig gut gebucht worden. Das freut uns sehr. Es scheint wirklich, als hätte dieses Angebot noch gefehlt hier auf dem Kanal. Also für alle, die da mitmachen, wir sehen uns am 26. Januar zum, nein, ich glaube am 24. Januar zum Live-Malen. Und ja, wer da noch einsteigen möchte, kann gerne hier unter dem Film einmal nachschauen in der Videobeschreibung. Meine Unterstützung Steady, dort gibt es alle Infos für alle Unterstützerpakete. Wir freuen uns aber natürlich immer auch, wenn ihr einfach hier auf YouTube diese Filme anschaut, vielleicht einen Kommentar schreibt, ein Abo abschließt oder auch uns einen Daumen nach oben gebt. Das sind für uns ganz wertvolle Feedbacks auf unsere Arbeit und wir freuen uns immer sehr darüber. Nun wünsche ich euch ein schönes Weihnachtsfest, habt's gemütlich, warm und ruhig und auch dann einen guten Start ins neue Jahr. Tschüss, bis zum nächsten Mal.